Hallo und herzlich willkommen. Ich will euch jetzt mal die Seite von Familie auf Tour vorstellen. Die Internetadresse ist http://www.familieauftour.de. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier unser Logo mit eingefügt, haben hier auf der Seite Informationen eingefügt, was uns noch fehlt zum Wohnmobil bzw. was wir haben. Haben hier oben einige Soziallinks drin. Natürlich hier den Tweety von Twitter und hier einen QR-Code. Allerdings, ob ich den drin lasse, weiß ich noch nicht. So, natürlich haben wir auch Werbung platziert, weil irgendwie müssen wir uns ja finanzieren. So, fangen wir mal hier oben an, Home. Da kommt er auf die Willkommensseite. Hier oben haben wir eine Sounddatei mit eingebunden, mit einer Computerstimme, die das Ganze noch einmal vorliest. Dann haben wir einen Menüpunkt aktuelle Vorbereitung. Das heißt, wo stehen wir jetzt momentan, beziehungsweise hier ist jetzt erst einmal der Kauf des Wohnmobils dokumentiert und ein Förder- und Spendenkonto unten angegeben. Wer will, der kann. Wer nicht will, ist auch nicht verpflichtet. Dann bieten wir die Möglichkeit an, eine VIP-Mitgliedschaft abzuschließen. Was bedeutet, ihr fördert uns eben zwischen einem Tag und einem Jahr mit einem Beitrag. Dafür kommt ihr in einen sogenannten Very Important Person Mitgliedbereich, wo ihr natürlich Material und Infos kriegt, die andere nicht bekommen. Aber da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte euch nur den Rest erstmal vorstellen. So, dann gibt es hier Reiseberichte nach Ländern, wo man dann eben das Ganze nach den Ländern verfolgen kann. Dann gibt es hier unten das Impressum. Da wird sich natürlich noch was ändern an der Adresse, weil die wird natürlich nicht bestehen bleiben so. So, dann hier über uns. Da kommt der Papa, also ich. Kurz ein Abriss, wer was ist. Dann kommt der Sohn, die Mama, die Tochter, auch jeweils mit Sounddateien, allerdings auch vom Computer gesprochen. Dummy noch nicht aktuell. Hier kommt dann rein, wo wir als nächstes hinreisen wollen. Also zu welcher Stadt oder in welches Gebiet. Das heißt, wird auch eine kleine Karte dann angezeigt, dass man sich ein bisschen eine Vorstellung machen kann. Die kann man natürlich auch kleiner scrollen mit dem Mausrad. Und darunter findet ihr dann den Postkartenservice. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in Barcelona sind und ihr wisst, wir wollen weiter nach Paris fahren, wird es hier, oder wir wissen das, dann veröffentlichen wir das hier unter Dummy noch nicht aktuell. Da kommt dann unser nächstes Reiseziel rein. Und dann könnt ihr euch eine Postkarte schicken lassen mit, habe hier zwei unterschiedliche Texte vorbereitet. Das heißt, es verpflichtet euch zu nichts weiter. Ihr habt kein Abo abgeschlossen oder so, sondern es ist nur die Postkarte. Und da verlangen wir natürlich knapp 10 Euro dafür. Dafür sind natürlich die Ansichtskarte drin, da ist das Porto mit drin und natürlich Grüße von uns mit drin. Und der Rest von dem Geld, was dann übrig bleibt, wo wir nicht für die Ansichtskarte, Porto etc. ausgeben, das kommt natürlich auf unser Konto, wovon wir leben. So, dann haben wir hier noch Videos. Da habe ich jetzt eingebunden Family auf Tour oder Familie auf Tour. Dann von einem Freund und Kollegen, der hittv.eu betreibt. Unter anderem ist auch auf YouTube vertreten, genauso wie ich. Ja, da kann man dann verschiedene Videos sich anzeigen lassen. So was in den Bibliotheken drin ist. Dann natürlich der Broll darf natürlich nicht fehlen und VJTV darf natürlich auch nicht fehlen. So, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir in einen angemeldeten Bereich gehen. Das ist jetzt
ein User, ein Demo-User, den ich angelegt habe mit einem Jahresabo. So, der kann natürlich dann die Reiseberichte auch nach Jahren sortiert anschauen und hat natürlich hier auch noch ein Reisekochbuch. Und es wird natürlich dann noch zusätzlich ein Hörbuch geben. Das heißt, alles, was wir so täglich zu berichten haben, werden wir als Hörbuch aufsprechen. Und auch hier in dem Bereich, in diesem Abo-Bereich, ist es natürlich so, A, kriegt ihr die Informationen schneller und natürlich auch mehr Informationen und ausführlicher als die Nicht-Abonnenten. Das ist einfach dafür gedacht, dass wir über die Runden kommen. So, das war's eigentlich jetzt einmal kurz von der Seite im Großen und Ganzen. Und wer noch Fragen hat, kann natürlich diese Fragen stellen. Sonst bitte ich Kommentar und vielleicht Daumen hoch oder sowas. Eventuell auch abonnieren und einfach mal auch auf die Seite von Familie auf Tour schauen. Okay, ich bedanke mich und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.